Wenn Koriander auf der Zutatenliste steht, dann ist meistens das Sauerbier nicht weit. Das ist auch im heutigen Bier der Fall. Das Tropical Hazy Sour Ale von Anderson Valley Brewing kommt alles, wenn ihr kurz Geduld habt. Hey, schön, dass ihr so viel Geduld gehabt habt und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Es geht heute mal wieder nach Kalifornien, an die Westküste der USA, in das Bundesland der USA, wo ich sagen muss, da fühle ich mich richtig zu Hause, was Biere angeht. Und da ist Anderson Valley Brewing zu Hause, in Boonville, um es genauer zu sagen. Und wenn ihr Boonville mal auf einer Karte sucht, dann sucht nördlich von San Francisco, mitten in der Prärie. Das ist nicht ganz einfach, dahin zu kommen. Ich war aber da, habe mich mit Phil Allen, dem Braumeister, getroffen, hatten einen sehr, sehr netten Tag, vor allem eine sehr schöne Brauereiführung. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schaut mal da oben nach. Da habe ich euch jetzt gerade das Video verlinkt. Könnt ihr euch mal angucken, wie diese Brauerei aussieht, nämlich in the middle of nowhere. Aber wirklich, wirklich richtig schöne Natur rundherum und kommen auch richtig gute Biere daher. Den Tag habe ich im Taproom zugebracht und ich muss ehrlich sagen, die Liste war lang, aber sie war gut. Und naja, der Braumeister, der gibt einem dann auch nochmal so das ein oder andere Kostschlückchen auf der Tour. Und ja, war ein echt netter Tag und ich war froh, dass ich nicht mehr Auto fahren musste. Tropical Haze Sour Ale, wie der Name schon sagt, es geht hier auf der einen Seite sauer zu und dann auf der anderen Seite tropisch. Da ist Passion Fruit, also Maracuja und Guava drin und Koriander. Habe ich ja schon erwähnt. Koriander, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir jetzt gerade nicht so richtig vorstellen mit den beiden anderen Zutaten zusammen. Aber das werden wir jetzt rausfinden. 4,2 Volumenprozent Alkohol, 12 Bittereinheiten. Es sind echte Früchte verwendet worden. Es ist ein Kettle Sour und mit Chinook gehupft. Es ist mit Chinook gehupft. Gehopft in dem Fall. Und hat bei den Australian International Beer Awards Bronze gewonnen. Also das Bier ist auch mal richtig rund um den Globus gekommen. Also ich glaube, da ist viel Gutes drin und offensichtlich hat es auch noch mehr Leute überzeugt. Und ich bin jetzt der Nächste hoffentlich. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Ah. So. So, die erste Überraschung. Ich hätte es mir jetzt gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen rötlicher vorgestellt. So, naja, wohl Maracuja und Guava ist jetzt... Ja, aber es hat eher einen blassen, getrübten, gelben Farbton. Oh. Ja, leichte Trübung, viel Kohlensäure sieht man noch aufsteigen. Die führt dann dazu, dass hier zwei Finger breit Schaum oben drauf sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für ein Sauerbier ist das mal ganz anständig, oder? Ich weiß nicht, wie stabil der ist. Wird wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so lange dauern, bis der sich auf Null dezimiert hat. Aber so für den ersten Augendruck, das wirkt schon mal ganz gut. So, und dann die Nase, die ich eben schon... Ja, das war eben nämlich ganz spannend. Das war ein bisschen Guave, Maracuja, Zitrone für die Fruchtseite. Aber dann ist so eine Essignote mit dabei. Also richtig fette Säure. Und lustigerweise, das ist nicht unangenehm. Das wirkt ehrlich gesagt wie gewollt. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Sehr zum Wohl. Cheers. Oh, Glück gehabt. Es riecht nur so. Oder hatte immer so eine kurze Nase. Also, das ist ein richtig schönes Sour. Es ist natürlich schön säuerlich, hat aber auch so eine schöne salzige Note. Das finde ich ja bei vielen Bieren, ja, es ist kein Salz drin, oder zumindest hätte ich es nicht gesehen auf der Zutatenliste. Ah, steht ja wieder nicht drauf. Aber ich hätte es auch im Netz nicht gesehen, dass da Salz drin ist. Aber es entsteht ja dieser salzige Eindruck manchmal. Und das mag ich total gerne, weil es auch irgendwie sehr, sehr erfrischend ist. Maracuja, Guave, so ein bisschen Zitrus, wobei das eher so, genauso diese ausgedrückte Zitrone im Drink ist. Das ist so ein Fitzelchen von die Zitrone. Was war das für eine Werbung? Haben Sie gemeint, die Fitzelchen von die Zitrone. Das war das? Oh, das war ja sogar eine Bierwerbung. Nee, wollen wir gar nicht weiter drüber reden. Schöne, leichte, milde Würze. Und es arbeitet sich so ein richtig schöner, malziger, getreidiger Ton durch. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Und es wird lustigerweise, es ist natürlich noch sehr, sehr schlank, aber man kriegt so ein richtig schönes Mundgefühl bei der Geschichte.
Und so eine leichte Süße um die Frucht rum. Je mehr man trinkt, jeder Schluck, das wird echt viel harmonischer im Mund, wenn man so 3-4 Schlücke gemacht hat. Liegt wahrscheinlich auch daran, was man vorher gegessen oder getrunken hat. Bei mir ist es jetzt schon eine Weile her. Also mein Mundraum muss sich jetzt echt erstmal an überhaupt was gewöhnen. Aber ich kann dem Bier durchaus eine erfrischende Wirkung bescheinigen. Hat natürlich einen extrem schlanken Körper. Feine Kohlensäure. Und eine richtig schön knackig glatte Textur. Was rede ich denn heute? Knackig glatte Textur. Und läuft damit einfach richtig, richtig gut. Und das soll beim erfrischenden Bier auch durchaus eines der Kennzeichen sein. Und es liegt auch ein bisschen daran, dass sich das Bierige so ein bisschen verspielt und hinten im Nachtrunk dann eher so was Zitruszestiges, bisschen Maracuja, so leicht getreidig, aber wenig Würze insgesamt übrig bleibt. Auch Hopfen sowieso, ich meine 12 Bittereinheiten, also das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Und, aber der Chinook gibt dem Ganzen nochmal so eine Grundfruchtigkeit. Also da glaube ich, da hat man viel richtig gemacht beim Hazy Sour Ale von Anderson Valley Brewing. Und an der Stelle nochmal Danke an Fell Allen, der mir diese Dose mitgegeben hat. Es gibt im Augenblick gerade wieder einen Bierversender in Europa, nämlich Beer Republic. Die haben die volle Range von Anderson Valley gerade im Angebot und da glaube ich, kann man sich auch so ein Tasting-Paket bestellen. Ich kriege kein Geld dafür, ich werde da nicht für bezahlt, aber ich kriege immer die Fragen, wo kann man das Bier kaufen? Im Augenblick gibt es bei Anderson Valley, bei Beer Republic. Also heute ist echt der Wurm drin, den kriegen wir jetzt auch nicht mehr raus. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt einfach mal Schluss. Ich bin raus, wir sehen uns morgen. Bis dahin, tschüss, Papa. Nein! Wertung muss ich noch abgeben, Gottes Willen. Also ich sage ja, heute ist irgendwas drin. Tropical Hazy Sour Ale von Anderson Valley von ProbierTV gibt es 3,5 Punkte für das Hazy Tropical Sour Ale von Anderson Valley. So, jetzt ist aber wirklich gut und es ist noch früh am Tag. Es ist nicht das siebte Bier, sondern es ist, glaube ich, überhaupt das erste in den letzten 3 Tagen. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Chaostag. Tschüss.